Das ist irgendwie ein Wirbel. Genau, das ist der erste Halswirbel, der Atlas. Mein Finger quasi auf der Trense. Und jetzt gehe ich her und sage, ich tue einen Sperrriemen dazu. Und mache das richtig eng. Aua! Aua, gell? Und dann sieht man auf einmal, wow, wir haben ziemlich wenig Platz. In der nächsten Runde wieder. Sobald du beim F bist, in den Schritt. Und zwar richtig entspannen. Du ziehst sie immer rein und das ist nicht das, was wir wollen. Du musst wirklich schauen, dass du es nur mit deiner Körpersprache machst. Dass du Seil erst dann verwendest, wenn sie nicht reagiert auf der Körpersprache. Ja. Genau. Und jetzt probierst du zum Traben. Das heißt, du trabst sie an den Stick ein bisschen, sagst ihr, komm mit. Ja, genau, und lauf aber nicht zu schnell, sondern so, dass ihr miteinander, ja, Theresa, schön. Wenn sie dich bedrängt, nutzt ein bisschen Stick. Sehr gut, Theresa, ja, jetzt seid ihr voll synchron von den Beinen her. Sehr gut. Okay, dann ja. Wow. Ja. Ganz locker. Mitgehen. Und hopp. Ja, Baby, sehr schön. Super cool. Und streicheln die kleine Krebsbirne. Super. Und schau, wie sie dich immer mehr und mehr ernst nimmt. Das ist echt cool. Ja, 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 ja. Aber es ist schon sehr schön, dass du da wirklich schon richtig gut am langen Zügel reitest. Das ist wirklich toll, Theresa. Ich bin sehr froh, dass du jetzt die Zügel so schön lang lässt. Das ist toll. Dass du einfach mal traust. Klar nehmen wir die Zügel auf, wenn wir dann was wollen. Aber wir müssen auch einmal Zügel unabhängig traben können und nicht immer nur auf engstem Raum ein Pferd im Zaum halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Längst sie. Genau. Hinten mit dem Stick ein bisschen weiterschicken. Sagst du? Ein bisschen. Ja, sehr gut. Super, yes. Schau, was du gibt. So, fast. Sehr gut. Und Seil nachgeben und weiterschicken. Genau.